Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Cities XL. Wir werden hier eine kleine Brücke bauen, die kolossale Baukosten hat angeblich. Und auch gar nicht so klein ist. 48.000. Oh, wir haben aber jede Menge Geld. Wir haben jede Menge Geld, das ist gut. So, das heißt, wir bauen unsere Straßen. Wir können leider noch nicht so schöne große Straßen bauen. Das ist eigentlich nicht schön hier mit der Kante. Kann man hier... Nee, kann man nicht. Egal. So, eine schnieke Brücke. Und es wird wieder Nacht, wie es sich gehört. So. Bauen wir hier erstmal eine Straße quer durch. Wo hatten wir unsere Ölfelder denn? Grundversorgung. Kraftstoff. Öl. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, ordentlich was zu bauen. Das gefällt mir alles nicht. Zu groß. Na gut. Hier kriegen wir auf jeden Fall die Arbeiter rein. Jo, fein, fein. Kein Wohnraum für qualifizierte Arbeitskräfte. So, gucken wir mal. Arbeitslosigkeit 20 bzw. 4%. Das mausert sich hier langsam. Haben wir hier noch freie Grundstücke? Fast gar nicht, ne? Ah, doch, hier. Ja, doch, hier ist noch jede Menge frei. Das heißt, das können wir erstmal so lassen. So. Wann können wir denn anfangen, die fetteren Straßen zu bauen? Dafür brauchen wir 500.000 und hierfür brauchen wir 50.000. Na gut. Die Straßen sind total verstopft. Ja, ich weiß auch, um welche es sich da handelt. Nämlich um diese hier. Ach, die ist ja wieder mehrspurig. Diese hier, ne? Komm, geh mal hier weg. Zack. Das ist eine Einbahnstraße, ne? Machen wir hieraus eine Einbahnstraße in die Richtung. So. Dann wird das hier ein bisschen auf diese beiden Straßen verteilt. Zu viele ungelernte Arbeitskräfte arbeitslos. Ja. So, wo haben wir hier unser Ölfeld? Okay, das heißt, hier können wir gar kein Ölfeld mehr bauen. Dann kann ich euch hier Industrie hinsetzen, ne? Mittlere Dichte, Schwerindustrie. Ich würde gerne das hier eigentlich lassen. So, kann man hier diese Straße aufwerten? Verbesserung. Kann man. Aber nicht weiter. Na gut, diese Straße dient ja auch nur für die Leute, die hier hinwollen. Hier hinfahren wollen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, warte mal, einmal gucken. Ach, guck mal. Kraftstoff kriegen wir immer noch relativ wenig. Das heißt, ich baue direkt mal eine zweite Ölquelle hier hin. Kraftstoff.
Haben wir dann eigentlich unendlich lange Öl von dem, was wir hier fördern? Oh, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ne? So, das heißt, ich baue hier noch ein bisschen Schwerindustrie mit mittlerer Dichte hin. Aber ich lasse hier einfach ein bisschen Platz. Zack. Und auf der anderen Seite Produktionsgewerbe. Hightech-Industrie? Ne, die lassen wir erst nochmal, die Hightech-Industrie. Die kommt hier natürlich auch später hin. So. Was wollen die denn haben? Immense Verkehrsprobleme, es gibt keine freien Stellen. Immense Verkehrsprobleme, genügend Arbeit für alle. Großteil der Einwohner ist trotz einiger Probleme zufrieden. Zu wenig Wohnraum, das heißt, die qualifizierten Leute hier, die können wir nochmal mit mittlerer Dichte hier irgendwo unterbringen. Soll ich das so machen? Nee, ich würde hier baue ich einfach einen Park hin oder hier lasse ich erstmal Platz für öffentliche Einrichtungen. Ja, so eine Straße hin. Warum auch immer die hier so schief gebaut wird, keine Ahnung. Naja. So, Ressourcen. Das sieht doch, ups. Sieht doch super aus. Kraftstoff haben wir genug, Produktionsgewerbe, Hightech-Industrie und Strom. Ja, hier unten haben wir halt das eine Kraftwerk. Ich fürchte, das wird wohl nicht so ausreichen, zumindest nicht so lange. Grundversorgungseinrichtungen, städtische Einrichtungen, Brandschutz. Muss ich eigentlich auch mal für sorgen, ne? Hat das eine unendliche Reichweite? Können wir nachher mal gucken, wenn es gebraucht wird. So, wie sieht es denn aus mit Geschäften? Haben wir genug Geschäfte? Einzelhandel. Die sind zufrieden. Gucken wir mal bei der Wirtschaft. Ne, wo geht das? Zufriedenheit, glaube ich, ne? Zufriedenheit mit den Geschäften. Okay, die sind hier schon unzufrieden. Da ich in diese Richtung auch vorhabe, noch weiter zu erweitern, werde ich hier auch nochmal einfach Geschäfte mit mittlerer Dichte bauen, oder? Ja. Ja, eure Gebete werden erhört. Hier gibt es eine schöne Flaniermeile. Wobei das keine Meile ist, sondern nur ein Flaniermeter. Er findet keine Angestellten. Ja, gut. Wie sieht's denn aus mit der Arbeitslosigkeit? 10%. Gut. Ich glaube, was haben die für ein Problem? Wurde Opfer eines Überfalls. Aha. Na gut. Da kann ich nichts für. Ich war das nicht. Ich war es wirklich nicht. So, hier sind alle Grundstücke belegt. Und hier sind noch ein paar Grundstücke frei. Was war das? Schwerindustrie. Sehr, sehr laute Schwerindustrie. Naja. Straßen sind total verstopft, ja. Ich weiß. 10% Arbeitslosigkeit, 5% nur noch. Das heißt, hier mit diesen Industrieplätzen können wir auf jeden Fall noch ein paar weitere Arbeiter versorgen. Und mein Geld, das schnellt hier in die Höhe. Ich kriege ja so viel Geld. Das ist ja krass, wie viel Geld ich hier kriege, muss ich ja mal sagen. So. Können wir unser Rathaus eigentlich upgraden oder so? Geht das?
Städtische Einrichtung, Rathaus. Wo ist denn das Rathaus? Hier. So. Es wird jetzt aufgewertet. Sehr schön. Mitten in der Nacht wächst dieses Rathaus in ungeahnte Höhen. Na komm. Put, 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 put. Höp. Wer hupt da? Frechheit. Einfach hupen hier. So. Dann wollen wir mal Wohnraum für unqualifizierte Leute hier schaffen. Und zwar in der mittleren Dichte. Ich werde es mich überhaupt gar nicht mehr auf die normale Dichte hier herablassen. Pah. Das können die mit anderen... Was ist das denn? Hallo? Hallo? So. Hier muss ich ein bisschen rumwerkeln. Nämlich genau so. So, dieses Grundstück da muss leider weichen. Weg mit dir, oh Grundstück. Verstehe ich nicht, warum das hier manchmal so schief gebaut wird. Städtische Einrichtung, nein, 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 nein. Dekoration. So, bauen wir hier mal einen Spielplatz hin. Oder was auch immer das sein soll. Was ist denn das? Und, ja, kommt eine Grünfläche hin. Zack. Genauso wie hier. So, da freuen sich die Leute doch. Ja, ja, Bürgermeister Fred kümmert sich um all eure Bedürfnisse. Also um fast alle. Freie Stellen, 15% für qualifizierte Arbeiter. Das bedeutet... Ja, nee, das bedeutet es nicht. Es bedeutet, wir können mit mittlerer Dichte hier mal ein bisschen Wohnraum schaffen. Ja, Wumpenhausen entwickelt sich. Die Stadt hat immense Verkehrsprobleme. Du hast immense Verkehrsprobleme. Es geht eigentlich, ne? Also hier vorne, hier ist viel los. Aber auch nur in die eine Richtung, ne? Vielleicht mache ich daraus eine Einbahnstraße, dass die Leute nur in diese eine Richtung fahren können. Einbahnstraßen sind die Lösung für alles. Zack, klick. So, die sollen da aber nur reinfahren. Nein, nein, reinfahren. Genau. So, das heißt, sie können hier rüber zurück. Aber auch nur zurück. Zurück. Und hier können sie wieder rein. Das ist doch gut. Werden die Leute hier ein bisschen auf diese Straße gelenkt? Wollen wir noch Verkehrsprobleme? Nein? Ah doch, das ist okay so, glaube ich, ne? Gut, das ist, wird ja halt insgesamt nicht besser. Hier ist einfach ziemlich viel Verkehr. Da muss ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nachhelfen, glaube ich. So, da die von hier kommen,
kriegen die hier auch eine Einbahnstraße, aber in die andere Richtung. So, nämlich in diese Richtung. Die kriegen auch eine in diese Richtung. Und die kriegen eine nach oben. So. Damit dürfte ich hier den Verkehr ein bisschen abgewälzt haben. Haben die hier einen Verkehr? Ja, komm. Die fahren auch nur in diese Richtung. So. Was haben die hier für Probleme, bitte? Die Aktionäre sind in eine andere Stadt gezogen. Ja, da kann ich ja nichts für. Können mich ja nicht für alles verantwortlich machen hier. So, gucken wir mal, ob sich das hier ein bisschen verbessert. Ich glaube, jetzt fahren ziemlich viele Leute hier entlang, ne? Die Straße ist dicht. Gut, aber es hat sich ein bisschen entknotet hier. Ist ein bisschen besser geworden. Die Gesundheitsversorgung ist erstklassig. Ja, 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 ich weiß doch. Hightech-Industrie haben wir noch gar nicht. Will ich aber auch erstmal so lassen. Ja, und ich würde sagen, wir warten nochmal, bis es Tag wird. Ich muss irgendwie gucken, was ich hier gegen das Ruckeln machen kann. Das kann ja nicht sein, dass das Spiel bei mir ruckelt. Ich habe ja so eine Höllenmaschine. Stufe 1 des Erfolgs. Wassermangel. Ich habe Wassermangel? Nein. Ich habe überhaupt gar keinen Wassermangel, ihr Leute hier. Ressourcen. Grundwasser. Ja, würde ich sagen, klatschen wir hier doch mal Wasser hin. Zack. Und Anbindung an eine Straße. Nämlich an so eine Straße hier. Können die Leute hier zur Arbeit fahren? Müssen sie hier um die ganzen Bauernhäuser drumherum? Na gut, aber das sollen die schon hinkriegen hier, oder? Das Gebäude ist nicht mit dem Rathaus verbunden. Das heißt, die Straße tut es doch nicht. Machen wir es so. So. Dieser Teil wird dann ausgebaut. So. Kommen wir damit besser klar hier mit dem Wasser? Statt eigene Produktion, statt weiter Bedarf. Werde ich vielleicht noch ein bisschen mehr bauen müssen. Na gut, Geld haben wir genug, ne? So ist es ja nicht. Wasser, Grundversorgung, Wasser. Oh. Oh. Na, wenn das so ist, das nimmt hier die ganze Wasserzufuhr weg, ne? Na gut. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt hier gewuppt kriegen. Mit dem Wasser. Landwirtschaft. Okay, da muss ich auf jeden Fall mit Strom ausbessern. Ah! Sie produzieren 10 Token. Toll. Strom.
Spielt da die Windrichtung eine Rolle? Ich kann das ja einfach mal hier dran bauen. Wie viel produzieren die? Kann man das genau nachlesen? Ist leicht zu verkaufen. Ja, ja, klar. So, ich würde aber sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir schauen uns die Stadt mal von oben an. So, so langsam läppert sich das hier doch. Ne, hier ist alles noch mit niedriger Dichte. Das können wir vielleicht nach und nach ersetzen. Abreißen und neu bauen, ne, so wie sich das gehört. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.